English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Kerlchen hier ist ein australischer Knopfschwanzgecko oder glatter Knopfschwanzgecko, sagt man auch dazu. Nephrurus levis levis, ein Männchen von 2019, also jetzt 2,5 Jahre alt, geschlechtsreif, werden noch einen kleinen Ticken größer, aber nicht mehr allzu viel. Wirklich eine ganz tolle, niedliche Geckoart aus Australien. Ich finde auch gerade, jetzt tue ich ihn mal hier ein wenig so halten, dass er ein wenig in die Kamera reinguckt. Ich finde die vom Kopf und vom Blick her, finde ich die auch phänomenal. Ne? Wenn man den frontal so ein wenig in die Augen schaut, die haben einen Kobold-Ausdruck bisschen oder so. Also wunderhübsche Geckoart, noch einigermaßen selten, nicht ganz für ein paar Euro zu kriegen, also noch ein bisschen teurer, aber wirklich brutal hübsche Terrarientiere, lassen sich auch gut züchten, lassen sich toll halten. Mein Intro-Tierchen für euch heute. Eine relativ häufige Frage, die ich kriege, ist, meine Schlangen haben gepaart. Wann kommen denn jetzt die Eier, wann kommen die Babys? Gerade bei Einsteiger denkt man, oh, Paarung, jetzt geht's gleich los. Da möchte ich euch heute was drüber zeigen, erklären, auch mit Hilfe von dem Ultraschallgerät hier, so die einzelnen Schritte oder die einzelnen Phasen ein bisschen erklären. Erstmal vorneweg, die eine Paarung, die muss noch gar nichts heißen. Ne? Also Wir kennen es aus dem eigenen Leben vielleicht, oder jeder weiß, eine Paarung gibt nicht gleich automatisch Babys. Andererseits noch die Warnung und Einschränkung, aber auch eine Paarung kann schon Babys geben. Also an alle jungen Leute unter euch, aufpassen, nicht zu denken, der Stefan hat gesagt, einmal Paarung gibt noch lang keine Babys. Kann natürlich auch passieren. Aber es ist nicht generell so, schon gar nicht in der Terraristik. Deswegen, das, was ich euch jetzt zeige, da gehen wir einfach von der Zucht aus, nicht nur eine Paarung, sondern man verpaart die Weibchen ja mehrmals. Ne? Man tut den Mann so alle 2-3 Wochen zu dem Weibchen reinsetzen, also zumindest bei den meisten Terrarientiere. Es gibt andere Terrarientiere, da ist tatsächlich so, da tut man das Männchen nur einmal rein. Wenn die gepaart haben, dann klappt es in der Regel auch von dem einen Male. Aber bei den meisten tut man den Mann immer wieder rein. Und da gibt es verschiedene Phasen. Insgesamt kann man es eigentlich so in 3 Phasen unterteilen. Und die möchte ich euch jetzt vorstellen. Natürlich für mich am einfachsten, zum euch das zeigen, ist anhand eines Königspythons. Ne? Ich habe hier ein schönes Mojave-Weibchen. Und wie gesagt, jetzt sind wir in der ersten Phase, ganz am Anfang von der Zucht. Da können wir mal per Ultraschall reinschauen, wie es da im Tier drin aussieht. Mal jetzt hier die schwarzen Punkte, die ihr hier seht in der Bildmitte. Hier, hoppla, schwierig mit einer Hand. Hier tauchen sie gleich auf, 2 schwarze Punkte, genau. Hier am Rand haben wir eine Skala. Also ich habe es nicht so leicht hier mit Zeigen, Ultraschallen und so weiter, deswegen achtet selber ein wenig drauf. Also hier ist die Skala 1, 2, 3, 4, ne? Das wären dann 4 cm von hier bis hier, also zwischen den 2 Punkten und auch nach rechts hin, zwischen den, nee, da ist keine Skala, aber es gilt gleiche Höhe wie Breite, zwischendrin ist immer 1 cm. Ne? Also den Follikel, den wir hier jetzt sehen in der Bildmitte, das schwarze runde Gebilde, das ist so ein 10 mm oder 1 cm Follikel. Das ist ganz der Anfang der Zuchtphase. Da paaren die Tiere vielleicht das erste Mal, die ersten 1-2 Male. Sie fressen noch viel, es ist Anfang der Zuchtzeit. Das Tier selber hat eine normale Figur, ne, wenn ihr es euch mal anschaut. Die ist jetzt nicht übermäßig prall und dick, sondern hat einen ganz normalen Körperbau. Und wenn ich jetzt versuche,
diese Follikel zu fühlen, ne? Hier mit an der Bauchseite, ich zeige es euch nachher nochmal besser, wie das funktioniert. Wenn ich jetzt versuchen würde, hier etwas zu fühlen, bei der Größe von 10 mm, ne? Also das sind so kleine Kügelchen, da fühle ich noch gar nichts mit meinen Fingern. Ne? Da kann ich es auf dem Ultraschall sehen, aber am Tier selber fühle ich noch gar nichts. Das ist wirklich der Beginn der Paarungszeit. 10 mm haben die eigentlich fast das ganze Jahr im Bauch. Dann fangen die erst an mit Wachsen und dann geht das Ganze los. Diese Phasen tut man auch oder kann man auch in Häutungen unterteilen. Man weiß allerdings, oder dann kommt so die klassische Frage, ja, wann ist denn die erste Häutung? Ist die nach der ersten Paarung oder was? Nee, das hat mit der Paarung selber gar nichts zu tun. Aber man kann sagen, diese Anfangsphase ist so ungefähr die erste Häutung von einem Vierhäutungszyklus. Im Laufe von dem Film wird es noch mehr klar, was ist die zweite, dritte und vierte Häutung. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Erste Phase, erste Häutung und dann gucken wir weiter. Dann habe ich hier ein Champagne-Pastellweibchen, ein großes. Wenn wir uns jetzt den Körper angucken, die ist schon praller, die ist schon dicker. Die ist, ich würde sagen, so mittendrin in der Paarungszeit. Da kommen wir dann auf jeden Fall so in die zweite Phase rein. In der Phase tun die Tiere noch gut und viel fressen, beziehungsweise sogar sie fressen fast verstärkt. Ne? Den kann man reinschmeißen, was man will. Und die fressen wirklich alles weg. Ne? Das ist so die Phase, wo die Follikel im Körper wachsen. Die Weibchen wissen, sie brauchen viel Energie für die lange Paarungszeit, für die Eiablagezeit, hinterher womöglich für die Brut der Eier, ne, was ja Königspython macht, da fressen die wirklich viel, weil sie wissen, okay, ganz am Schluss kann ich nicht mehr fressen, deswegen jetzt rein, was geht. Und wenn wir jetzt da mal reingucken, also was wir jetzt sehen, sind hier etwas größere, ne, der hier links, der hat mal mindestens so 15 mm. Ich hätte ehrlich gesagt schon so mit um die 20 mm gerechnet. Hier kommt auch noch mal einer. Also um die 15 mm. Also ich hätte eigentlich sogar schon etwas größere Follikel erwartet, so anhand der Optik, ne, wie die, wenn die so prall und rund aussehen, das ist eigentlich so die Zeit, wo sie schon 20 oder zum Teil wenig drüber Follikel haben. Wobei wir sind jetzt noch ganz früh, ne? Jetzt ist Anfang Dezember, noch früh in der Paarungszeit und deswegen haben wir noch keine Tiere, wo dann wirklich 20 oder gar 30 mm, wo ich euch live zeigen kann. Diese Phase, wenn die Tiere 15 bis 20 mm haben, also bei 15 noch etwas schwierig, aber so ab 20 mm ist auch die Zeit, wo ich die Follikel fühlen kann. Wenn ich das Tier so durch die Finger kriechen lasse, merke ich, wie unter meinen Fingerspitzen die Follikel durchploppen. Eins, ja, jetzt man merkt sogar trotzdem schon, also hier habe ich jetzt gerade ganz deutlich eins gemerkt. Aber schon noch schwierig in dieser Follikelgröße. Wie gesagt, 5 mm mehr, so gute 20 mm. Dann merkt man hier richtig, wie die irgendwelche gefühlt Murmeln im Bauch hat. Und wenn ich die Fingerspitzen so in die Bauchhöhle reinhalte, fühle ich, wie mir die Murmeln über die Finger drüber wegleiten. Ne? Das ist die Phase dann auch, wo die zweite Häutung in der Paarung stattfindet. Ne? Zweite Paarungshäutung, merkt euch das auch mal. Wie gesagt, komme ich nachher nochmal drauf zurück, was es mit den Häutungen zu tun hat. Da ist die zweite Häutung dann kurz bevor oder dabei. Und wie gesagt, die Tiere sind relativ dick und rund. Das Ultraschallgerät habe ich jetzt weggepackt. Ihr habt ja gehört, die ganze Zeit, man hat diesen Lüfter vom Ultraschallgerät gehört im Ton. Der ist jetzt zum Glück weg. Jetzt haben wir Ruhe, außer meinem Gerede natürlich. Wir sind und waren in der zweiten Phase, haben gesehen, so 15 mm Follikel. Das Ganze
geht weiter bis ca. 30 mm. Alles würde ich noch als Phase 2 bezeichnen. Wie gesagt, die Tiere fressen viel, die Tiere sind dick. Zum Teil sieht man auch, wie sie auf der Seite liegen, ne? Also nicht ganz normal, so klassisch, wie sie da liegen, sondern sie drehen den Bauch so auf der Seite oder fast zum Teil nach oben. Das ist so die Zeit, wie gesagt, wo sie extrem prall sind. Gegen Ende der Zeit oder gegen Ende dieser zweiten Phase hören sie dann auch mit Fressen auf. Sie häuten sich irgendwann in dem Zeitpunkt wieder. Das ist dann die dritte Haut. Das ist dann auch der Moment, wo man sagen kann, okay, dickes Tier, hat das Fressen jetzt aufgehört oder ist kurz davor, mit dem Fressen aufzuhören. Das ist dann die Häutung, die wir wirklich definieren können. Dann können wir sagen, okay, das ist die klassische dritte Häutung. Anhand dieser dritten können wir die zweite und die erste Häutung zurückverfolgen. Ne? Dann wissen wir, dass diese erste Häutung auch wirklich die erste war, ne? Und nicht die minus eins oder die, wo gar nicht dazugehört hat. Ne? Also das ist wegen das Komische an der Sache. Erst wenn ich die dritte habe und wenn das Tier das Fressen aufhört, wenn das Tier kugelrund ist, weiß ich, okay, das war dritte Häutung. Und anhand der dritten rechne ich zurück, dann war die vor circa 6, 8 Wochen die zweite und nochmal 6 Wochen davor war die erste Häutung. Ne? Also sind wir in der zweiten Phase, dritte Häutung. Dann komme ich in die dritte und letzte Phase meiner Zucht bei Königspütern jetzt speziell. Das Weibchen hat aufgehört zu fressen. Das Weibchen ist sehr dick. Ich tue das Weibchen trotzdem weiterhin noch verpaaren. Das hatte ich übrigens bei Phase 2 gar nicht angesprochen. Also wir tun weiterhin das Männchen alle 3, 4 Wochen reicht eigentlich zum Weibchen dazu. Weibchen hat aufgehört mit Fressen. Und dann kommt die ominöse oder die ganz bekannte Ovulation. Ja, Ovulation, nicht Evolution, sondern Ovulation, der auf Deutsch Eisprung. Ja. Das ist ein ganz markantes Bild, können wir hier auch mal einblenden. Ne. Das sieht aus, wie wenn plötzlich im Körper sowas, so ein richtig dicker Bollen im Körper ist. Da denkt man, hoppla, hat die eine große Ratte gefressen, ich habe die doch gar nicht gefüttert oder so. Ne. Bei dem Eisprung wandern die Eier vom Eileiter in den Legedarm. Und durch diese Wanderung müssen die Eier aneinander vorbei. Ich habe es schon ein paar Mal erzählt. Dadurch wirkt die Schlange relativ dick. Das Ganze passiert in der Regel über Nacht oder innerhalb von, ich würde mal sagen, 24 bis 36 Stunden hat man diesen Eisprung, kann den ganz gut beobachten. Das ist dann auch der Moment, wo ich aufhören kann mit Paaren. Dann macht es keinen Sinn mehr, das Männchen reinzusetzen, weil die Eier werden im Moment von diesem Eisprung werden die befruchtet. Also dann ist danach ist alles zu spät. Da nützt eine Befruchtung dann nichts mehr oder kann immer befruchtet werden. Und somit ist eigentlich der Part vorbei, wo ich als Terrarianer aktiv was verpaaren muss. Nach diesem Eisprung kommt die vierte Häutung. Ja, und ich werde schon die Ohren klingeln, erste Häutung, zweite, dritte, vierte, was erzählt immer von vierter Häutung. Die vierte Häutung nach der Ovulation ist relativ wichtig, weil ich weiß, nach der vierten Häutung geht es ziemlich genau 35 Tage und dann legt das Weibchen die Eier ab. Ne? Also deswegen will ich eigentlich wissen, wann ist die vierte Häutung, weil dann kann ich meinen Kalender stellen und sagen, okay, jetzt 35 Tage später, beziehungsweise wir fangen so ab 30 Tagen, fangen wir an mit Gucken jeden Tag, kommen jetzt die Eier. Und das ist natürlich spannend, aufregend und ich will die Eier ja relativ oder am besten am gleichen Tag finden, damit ich sie in den Inkubator machen kann. Und deswegen ist auch diese vierte Haut, wie gesagt, relativ wichtig, dass ich die beobachte und terminlich festhalte. Damit ist dieser Drei-Phasen-Zyklus beendet. Das Ganze zu erklären, das habt ihr gemerkt, das ist manchmal nicht so leicht, ne, mit Phase und Häutung. Aber ich glaube, so kann man es, also das mit den Häutungen ist zum Teil ein bisschen tricky. Da bin ich vorher ausgiebig drauf eingegangen. Mit den Phasen ist ein bisschen leichter zu erklären, erste, zweite, dritte. Ne.
Wenn ihr meine Erklärung gut und sinnvoll fandet, freue ich mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Wenn ihr weitere interessante Informationen dazu habt, dürft ihr das gerne unten posten, beziehungsweise wenn ihr sagen wollt, ach Stefan, das ist bei mir ja immer ganz anders oder das sehe ich ganz anders oder das läuft ganz anders, dürft ihr das auch gern unten posten, bin ich gespannt. Aber so wollte ich euch diesen Zyklus ein bisschen erklären, auch anhand von dem Ultraschallgerät, dass ihr das mal seht oder dass ihr seht, was im Tier selber drin ist. Bleibt mir treu und checkt my balls, das passt heute wieder perfekt.